Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, hier auf der Yoshi-Piste. Und ja, ich kann direkt schon mal sagen, wir sind leider unter die 6000 Punkte wieder gerutscht. Aber ich hoffe, dass wir das heute in diesem Part wieder ausbügeln werden. Denn ich habe vorhin versucht aufzunehmen und ich hatte... Okay, ich mache die Abkürzung mal nicht. Ich hatte am laufenden Band wirklich Driftbugs. Immer in der letzten Runde kurz vor Ziel, anstatt als 6er oder so durchs Ziel. Dann als 11er... 12. So, nach zwei Runden habe ich dann gesagt, komm, wisst ihr was, fängst den Part nochmal neu an. Ich starte eine Aufnahme und OBS kackt komplett ab. Also nicht, dass das Bild einfriert, nein, es ist eingefroren und war schwarz. Und ich dachte kurz, ich hätte Pilze. Geil. Okay, das ist auch nicht besser. So, dann schnell panisch, weil Rennen hat gestartet. Aus der Docking Station die Switch gezogen, neben mich gelegt. Und ja... Dann seitlich auf die Switch runterguckend hier eine Runde gefahren. Ja, da habe ich Gott sei Dank, das war übrigens meine beste Runde von den drei, die ich bis jetzt heute schon gespielt habe. Da habe ich nur einen Minuspunkt. Junge. Ja. Genau, sowas ist es halt. Sowas ist es halt. Also ja, ich habe dennoch die Hoffnung, dass wir wieder zumindest auf die 6000 kommen. So. Ich lenk voll in die andere Richtung und nichts passiert hier. Komm, Kugelwilli. So, zack, zack, zack. Schön, ne? Ja, und im nächsten Rennen gibt es dann wieder meine üblichen Themen. Ich habe da so ein paar mitgebracht und ich hoffe, dass sie euch gefallen werden. So ein paar kleinere, also jetzt kein großes Thema. Also, ja, wie so üblich, würde ich mir sagen. Die Abkürzung hat auf jeden Fall geklappt. Dann gibt man ja das Doppel-Item hier. Ein dritter Kugelwilli in diesem Rennen wäre übrigens sehr nett. Ja, dann halt so, ne? Warum benutze ich das? Ich hätte doch Stern. Naja, egal. So, 9. Kann ich mir abschminken, aber ja. Lief jetzt schon mal besser als die drei Rennen, die nicht... Naja, 20 Punkte müssen wir also heute gut machen, wenn wir da auf die 6000 wollen. I'm not amused. I'm not amused. Nächstes Rennen. So, weiter geht's auf Toads Piste und ja, ich würde sagen, ich fange da mal mit dem ersten nicht so schönen Thema an. Also es ist nicht so schön. Da muss man mit leben, sage ich mal, denn Montag sind meine Ferien vorbei, das heißt, ich muss wieder zur Schule. Irgendwie keine Lust. Nee, überhaupt nicht. Also so wirklich, wirklich, überhaupt nicht. Naja, muss man halt durch. Also die Schule ist nicht das Problem, aber die Zeiten... Oh, warum kann ich eine reguläre Schule abends haben? Das wäre so viel schöner für mich. Ja, geh doch zur Abendschule. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. So. Auf jeden Fall... Cool. Ja. Montag am ersten Tag schreiben wir direkt eine Arbeit in einem Fach, das ich dieses Halbjahr gefühlt noch gar nicht hatte. So, denn das ist ein Fach, das haben wir nur alle zwei Wochen. So, das war dann halt immer so, wenn meine Gruppe dran war eigentlich. Ich habe eine Fortbildung und bin ich da. Ich habe einen Termin und bin ich da. Ich bin krank. Wenn sie dann mal da war, dann war es so scheiße. Ich bin krank. Also ja, bis jetzt noch gar nicht gehabt. Letztes Halbjahr auch gefühlt nur zweimal. Also, ja. Sollte irgendwie klappen. Ich habe von dem Thema auch nichts mitbekommen. So, aber mir sagt ja eigentlich auch niemand wirklich, das hast du übrigens verpasst. Ich frage zwar mal und so, ja, nichts Spannendes. Ja, nichts Spannendes ist gut. Aber was war denn nicht so spannend? Naja, das Gute ist, das Fach ist halt nicht darauf ausgelegt, dass man es wirklich regelmäßig hat, wenn ich mal genau bin. Also ja, das Gute ist, sie... hat alle Fragen, die in der Arbeit drankommen werden, für uns zur Verfügung gestellt. Und ich muss diese 6-7 Fragen eigentlich nur auswendig lernen. Plus 8, das ist schon mal ein Anfang. Naja, 88 ist jetzt nicht so eine schöne Zahl. Da habe ich doch lieber eine 69, ne? Ihr versteht. Nächstes Rennen. So, weiter geht's auf Varios Abfahrt. Und ja, also ich habe jetzt nicht nur eine Arbeit, die ich schreiben muss, sondern auch eventuell ein Referat, aber... Da weiß ich irgendwie nichts Genaueres, weil einerseits hieß es mal, ja, mach das über die Ferien. Und dann hieß es so, nee, mach doch nicht. Und jetzt sind alle verwirrt und ich werde es wahrscheinlich einfach mal machen.
Vor allem, weil wir sollen über Fette und Öle ein Referat halten. Also jeder hat ein Fett und ein Öl. Das Gute ist, ich habe Palmöl und über Palmöl habe ich schon mal eine Doku gesehen und die werde ich dann einfach als Plakat umgestalten. So. Jetzt bleibt mir weg mit den Bananen, genau. So, die Abkürzung werde ich da schon mal nicht nehmen. Und da hatten wir schon wieder einen Driftbug, dass ich nicht driften wollte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Spiele ja aktuell nicht mit meinem Controller, sondern mit dem von meinem Bruder. Das wäre ja mal wieder typisch ich. Sobald ich seinen Controller, den er seitdem er seine Switch hat, er hat seine Switch irgendwie 3 Jahre vor mir gehabt, dass das jetzt kaputt geht einfach so, wäre typisch ich, ne? Typisch ich, sag ich mal, ne? Also nicht gut diese. Aber ja, sollte irgendwie klappen. Nach den Turbostreifen setze ich ihn ein und... Kein Blitz, bitte! Okay, jetzt könnt ihr blitzen. So, lässt mich da mal durch. So, danke. Ja. Danke. Danke für den Blitz nach Wahl. Ja, nee, auf jeden Fall das dann zu diesem Thema. Und wir sollen noch was über unsere Schule in Englisch schreiben. Aber das kann ich ja. Ich kann ja... Ich bin... In Englisch I'm very good. Ne? I'm quasi a native speaker. Kennt ihr immer diese Lehrer, die einen so auf Native Speaker machen und dann so mit ihrem geschwollsten Oxford-Englisch ankommen? On English, please. So, ich hatte mal in meiner Ausbildung, hatte ich ja im zweiten Jahr auch Englisch und unser Englischlehrer war tatsächlich ein Brite, also Native Speaker und der so, was heißt das nochmal auf Englisch? Kannst du mal googeln, bitte? Also ja, sympathischer Typ. Sympathischer... Nein, ich habe kein Item bekommen, Mann! Werft euch da vorne ab mit Panzern, bitte. Danke. Nein, Baby Louis, du verpiss dich. Schieß aus dem Weg hier. So, ich nenn's mal Schadensbegrenzung, so. Naja, minus 4. Ich hoffe, das wird heute noch was. Ich hoffe, das wird noch was, ja. Nächstes Rennen. So, weiter geht's auf Wario Arena und ja, ich habe ja nicht nur bald keine Ferien mehr, nein, in den Ferien war tatsächlich etwas, das war ja Halloween, sondern am Tag vor Halloween war ich auf einer Halloween-Party und ja, ey, war die beste Party, auf der ich je war, also doch, war ganz nett, viele tolle Leute kennengelernt, mit Freunden Zeit verbracht, getanzt habe ich nicht, weil echte Gangster tanzen nicht und ich bin kein Gangster und wenn Gangster schon nicht tanzen, warum sollte ich dann tanzen, hä? Kann mir das mal jemand erklären? Danke. Gut. Also ja, aber an sich sehr viel Spaß, gab viel geredet und so weiter. War auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ah, brems ab! So. Ja. Ich würde auf jeden Fall nächstes Jahr da wieder hingehen, habe ich jetzt schon gesagt. Aber, ja. Dann hoffentlich auch wieder mit meinem besten Freund. Der war ein bisschen müde und ist um 11 schon gegangen. Ne? Der Mann wird alt, der ist immerhin schon 24, ne, alter Sack. An der Stelle. So. Auf jeden Fall. So. Das dazu. Und an Halloween habe ich ja Halloween-Livestream gehabt. Im Gegensatz zu letzten Jahr hat es sogar einigermaßen so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben ja The Park gespielt dieses Jahr. Ich weiß den Namen vom Spiel aus dem letzten Jahr noch nicht mal mehr. Also ja, spricht auf jeden Fall für dieses wunderbare Spiel aus dem letzten Jahr. Ist auf jeden Fall eine Kollektion, die ich mir auf der Switch gekauft habe mit dem ersten und zweiten Teil. Wenn das jemandem was hilft. War im Angebot für 1 Euro damals. Ich frage mich heute sogar warum. Ja, auf jeden Fall, The Park haben wir gespielt. Und ich muss sagen, doch. War eigentlich ganz cool, aber ich hatte so ein paar Bugs, würde ich es mal nennen. So. Ja, geil, die Driftbugs wieder. Let's fahr to the wall. Also ja, also ich hatte da einen Bug, dass ich irgendwann aus einem Fahrgeschäft nicht mehr rauskam. Dann musste ich das Spiel neu starten und sogar OBS. Also jetzt ist meine Frage, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wie das dann im Stream ist, weil der Stream ist ja nicht unterbrochen deswegen. Also das haben wir schon mal dem Splatoon-Stream voraus und jetzt lass mich verfickt nochmal runter, danke. Es geht hier um meine wertvollen Punkte, die ich hier einfach sowas von verkacke. Oh. Das gibt wieder minus 1. Yay, nur minus 1. Wupp, wupp. Geil. Sehr geil.
Nächstes Rennen. So, zum Finale nochmal auf Zuckersüßer. Heißt das Canyon? Ich weiß nicht, ich hab den Namen. Oh, Blackout. Blackout, meine Freunde. Ich hab den Namen der Strecke vergessen. Nicht gut, diese. Ja. Auf jeden Fall. Ich hab mein Icon bekommen. Geilen Kirchen. Das ist die letzte Strecke. Ich hoffe, wir machen nochmal so ein bisschen Plus hier. Das wäre auf jeden Fall ganz knapp Karte. Aber egal. Thema. Thema, Schema. So, wir haben ja vorhin über meinen Halloween-Livestream geredet. Das war ja mein erster PC-Stream und vermutlich auch mein letzter. Also, ja. Wenn bei meiner Switch was neu gestartet werden muss, muss ich OBS nicht neu starten, sagen wir mal so. Ja. Und auch ansonsten. Irgendein Gebäude, Fahrgeschäft konnte ich nicht betreten, deswegen hat das ein bisschen länger bei mir gedauert. Das war auf jeden Fall so ein bisschen blöd an der Sache, ne? War dezent nervig. Aber nur dezent, ne? Treff mich nicht. Okay, da war ein roter anscheinend für mich bestimmt. Ja. Apropos Stream, ich bin ja auch aktuell so am Überlegen, was könnte denn mein Nachfolgestream-Projekt für Paper Mario werden, denn das ist ja durch mittlerweile. Wir haben seitdem versucht, Splatoon einmal zu streamen. Ne, wir haben erst Mario Kart gestreamt, da sind wir auf die 6000 Punkte ja gekommen. Kommen wir jetzt noch einen dritten. Geil, ne? Geil. Ja, also da haben wir dann ja hier Splatoon gestreamt nach Mario Kart. Dann hatten wir ja einmal Bowser's Fury 50 Insignien. Oh, das war knapp. Und jetzt bin ich ja so ein bisschen überlegen, will ich denn jetzt als nächstes streamen, wenn es finanziell klappen würde. Danke für den blauen Arschlöcher. Ich mag euch nicht. Hätte ich ja gesagt, komm. Mario und Luigi startet ja am 7., also kommt am 7. raus. Könnte man ja machen. So, aber finanziell gesehen schwierig und ich schwank aktuell zwischen zwei Spielen. So, ich möchte. Obwohl, ich kann eigentlich nur mal schnell sagen, welches das wären. Es wären einmal One Piece Pirate Warriors 3. Das wollte ich ja eigentlich als Let's Play. Ich hasse mein Leben. Als Let's Play bringen. Wisst ihr was? Aus Trotz mache ich jetzt nochmal ein extra Rennen. Fick mal einen Arsch, Alter. Scheiße. Nächstes Rennen. So, Koopa Keep ist halt gerade eben an meiner Tür geklopft und. Ich sehe da schon mal ein schlechtes Omen an. Ja. Auf jeden Fall entweder One Piece Pirate Warriors 3, das wollte ich ja ursprünglich Let's Playen, aber. Ich weiß nicht, das ist nicht so Let's Play geeignet. Ich habe dann zwei Parts aufgenommen und die waren ungefähr so, ja, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir Zorro. Ich mag Zorro. Jetzt haben wir den mit Zorro. So, jetzt kommt gleich Buggy. Ich mag Buggy. Den hauen wir. Bam, voll auf die Fresse. Also ich glaube auch nicht, dass man sich das für irgendwie 40 Parts oder so angucken möchte. Vielleicht im Stream, wenn der Chat dann sich mit mir unterhält. Da könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Oder natürlich alternativ. So, ich bringe ja immer gerne Mario RPGs, also Super Mario RPG, Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Mario und Luigi Brothership kann ich ja finanziell mir leider nicht leisten und deswegen kann ich es ja nicht bringen. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, soll ich eventuell Paper Mario 1 bei Nintendo Switch Online Erweiterungspack holen? Also ich habe das, soll ich das denn da spielen? Also das wäre mein anderer Vorschlag aktuell. Wenn nicht, muss ich mal überlegen. Und ich habe gerade scheiß Mücke in meinem Gesicht. Verpiss dich. Einmal, wenn man Juno braucht, ist sie nicht da. Wenn man sie braucht, ist sie nie da. Naja. Oh, ich habe gerade so schlechte Laune wegen dem Rennen hier. Also wirklich absolut schlechte Laune. Ich verliere hier meine schönen Punkte, die ich im Stream erspielt habe. Apropos Stream, Mario Kart Stream werde ich auch hin und wieder nochmal. Minecraft wollte ich auch nochmal bringen. Aber halt nicht so als Projekt, sondern so wie Mario Kart und Splatoon, als so zwischendurch mal eine Runde für so ein paar Stündchen. So. Das ist auf jeden Fall dazu, ne? Gut, ich würde sagen, ich versuche jetzt nochmal was zu reißen, da zumindest auf plus minus null zu kommen. Oh, das ist nicht mein Part. Das ist überhaupt nicht mein Part, wenigstens bin ich nicht runtergefallen. So. Okay, ich bin zumindest schon wieder groß. Meine zwei Items.
Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, ihr Ficker. Natürlich war ich hier in eurem Umweg, den großen, großen Umweg. Den großen Besen am Weg. So. Frisst alle meine geschmolzene Scheiße hier. Kleinen Pisser. So, jetzt nochmal Glück gehabt mit der Lucky 8. So. Fünfter zumindest. Es sollte auf jeden Fall wieder so ein bisschen Plus geben und hoffentlich dann, ja, 10 Punkte. Ja, bin ich zufrieden, beim nächsten Mal dann wieder hier hoffentlich auf die 6000 kommen. Aber bis dahin erstmal ist dieser Part hier vorbei. Ich werde mal gucken, was ich jetzt noch mache. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen auf, ich habe gerade so ein bisschen Bock. Und ja, ich würde bis dahin erstmal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!